Es dauerte nicht lange, nachdem er der sportliche Leiter der WXW geworden war, bis klar wurde, dass Norman Harras ein Problem mit Levaniel hat. Der International Superstar tat alles, um das Momentum des Prinzen der Sterne zu bremsen. Zuerst verhinderte er, dass Levaniel seine Shortcut to the Top Title Shot beim World Tag Team Festival einlöste. Dann zwang er ihn, um die Meisterschaft zu kämpfen, obwohl er verletzt war. Er ging sogar so weit, dass er sich als Ringrichter in den Main Event von 22nd Anniversary einschaltete. Aber wenn die Sterne richtig stehen, gibt es keine Kraft in diesem Universum, die stark genug ist, sie aufzuhalten. Und an diesem Abend ließ sich Levaniel nicht abweisen. Enttäuschenderweise ging die Agenda des Harras weiter, als er Levaniel die WXW Unified World Wrestling Championship auf der Road to 16 Karat Gold raubte. Doch damit war die Auseinandersetzung nicht beendet, denn Harras mischte sich weiterhin in Levaniels Leben ein und ging sogar so weit, ihn Backstage anzugreifen. Und auch wenn er eine nicht unwichtige Rolle darin spielte, Harras beim 16 Karat Gold aus der Rolle des sportlichen Leiters zu entfernen, schaffte Harras es bisher jeglicher Form der Vergeltung von Levaniel zu entgehen. Bis jetzt. Was wird passieren, wenn diese beiden Männer mit einem Lederriemen an den Handgelenken gefesselt werden? Wie wird Norman Harras jetzt reagieren, wo er nicht mehr weglaufen oder sich verstecken kann? Und werden die Sterne für Levaniel noch einmal richtig stehen, wenn er endlich die Chance hat, sich für das erlittene Unheil zu rächen?